Oh, ein schön lecker Zitronenrolle in Miniform. Oh, heiß! Hallo! Hallo und herzlich willkommen zurück zum Bus-Simulator, meine Damen und Herren. In der letzten Folge haben wir das alte Sägewerk besucht, ja? Wir haben nicht so ganz verstanden, wie das hier funktioniert mit den ganzen Pipapo. Wir können ja mal rüber gucken. Da ist nämlich jetzt natürlich die Erklärung. Wie wir sehen, ich habe den ersten Punkt jetzt hier nämlich schon aktiviert, weil ich habe auch verstanden, was ich falsch gemacht habe. Ja, wir haben ja jetzt hier das nördliche Gebiet so ein bisschen freigeschalten, Pipapo. Und was ich jetzt natürlich auch verstanden habe, ist, dass ich beim letzten Mal einfach zu viele Haltestellen in die... Strecke reingepackt habe. Und jetzt haben wir nur 6 Haltestellen drin. Und das bedeutet natürlich, der Kuschinski fährtet jetzt, ne? So, und zwar im Rundfahrtmodus. So, danach müssen wir noch eine Strecke machen. Und dann sollten wir hier unten, oben aus dem Minus auch endlich mal rauskommen, ne? Stehst du das? So, was viele noch geschrieben haben, das seht ihr jetzt nicht, weil ich sitze davor, aber ihr wollt ja die Nee, wir wollten auf die Seite gehen, ne? Transformation! Weil jetzt sitze ich theoretisch jetzt vor der Minimap, aber ihr seht, wenn ich dann irgendwie wieder Bodenschwellen oder sowas überfahre. Da habt ihr auch gesagt, das kann ich rausnehmen. Aber warum sollte ich das machen? Warum sollte ich mir es leichter machen und euch den Spaß nehmen, dass ich mich darüber aufrege? Man muss es nicht nur hier haben. Man muss es auch hier haben. Man muss es auch hier haben. Man muss es auch hier. Man muss es auch hier haben. Verstehst du das? Und deswegen machen wir das genauso, wie das hier alles war. Oh, jetzt regnet's. Ich glaube, Regen hatten wir wirklich noch nie. Maschallah, einfach der hübsche Regen. Es regnet, die Erde wird nass. Valeri, Valera, Valeri, Valera. So. Die Frage ist natürlich, kommen an regnerischen Tagen auch weniger Leute? Ja, so. Oder sind die dann so richtig abgefuckt? So, rein in die gute Stube. Und dann I für Ignition, ne? So, und dann Abfahrt. Ich habe ja dazugelernt, Leute. Ich kann das ja mittlerweile. Alles aus dem FF. So. Ah. Wo ist der Driver-Modus? Gön. Tatütata. Der Kuschinski ist wieder da. Oh, ich sehe jetzt aber nichts. Wie mache ich denn hier mal die... Warte mal. Wir haben wirklich noch nie im Regen gedüst, ne? Wo ist denn hier? Ganz kurz. Warte mal. Erstmal Passagier. Das, wo die Leute sitzen, Abteilbeleuchtung. Rampe. Da ist das Rampending. Das haben wir letztes Mal nicht gefunden. Hatte auch irgendjemand geschrieben. Richtige Ehre in den Ass. Wo ist denn hier mein Scheibenwischer, du? B. Ja! Ehre! Ehre! Geil! So. Das ist gar nicht meine erste Haltestelle, ich Vollidiot. Hey! Nur weil es regnet, kannst du hier nicht einfach auf der Straße stehen bleiben. Hey! Das Licht aus! Ein Hoch auf unseren Busfahrer! Oh! Wieso bleibt der einfach stehen? So. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. So, da sind noch Leute, Alter. Rein in die gute Stube. Hallöchen, Popöchen. Guck mal, wie der wegläuft. Oh, ich werd nass, Alter. Es regnet. Erstmal Kaffee in die Rüstung kloppen. Was zum Fick war das? Wir hatten eben hier so rumgeröchelt wie so ein Frosch. Oh, Leute, ich muss sie verloren haben. Ja. Aber wer hat hier eben so rumgeröchelt wie so ein Schwein? Gut, wir haben natürlich keinen Zeitdruck. So, der bleibt schön stehen. Sieht man oben im Spiegelchen, ne? So, und Abfahrt. Westspeicher. Ja. Hier ist keine Ampel. Das bedeutet, du hast immer freie Fahrt. Ist jemand raus?
Ich mache übrigens auch mit Absicht immer nur die vordere Tür auf, damit ich natürlich mit allen Leuten reden muss. Kalle Kuschinski fährt über die Straße, Vorsicht! Kennt ihr das, wenn man so in der Pfütze reinfährt und die Leute dann nass werden? Hier, Alter, gönn! So. Ich hoffe, der ist nass geworden. Wer hat Ihnen eigentlich den Führerschein gegeben? Ey! So ein Hass, Alter! Schreit er mich da an! Ach, verdammt, ich hab vergessen, die Haustür abzuschließen. Ach, Scheiße! Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Ja, ich dachte, ich hätte mir heute auch eine Hose angezogen und bin dann Nucky Dye gegangen. What? Schlagloch erwischt, ja. Hey, Kalle, das kann man ausstellen. Das kannst du im echten Leben auch nicht ausstellen. Alles gut, ich hab das schon mal gemacht. Ganz kurz, ich muss mal eben drehen. Das ist jetzt hier gerade ein bisschen schwierig, Leute. Ey, jetzt bleib doch mal stehen, Junge. Siehst du nicht, dass ich hier gerade versuche, rückwärts in die Straße zu fahren, Alter? Oh! Hör doch auf, mir da in die Seite reinzudüsen, du Idiot! Oh! Tu, dass du Land gewinnst. War das ein Geist? Gönn! Welche Haltestelle? Hoppala. Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Du, ich fahre die Strecke auch zum ersten Mal. Friss mein Kleingeld, Oma! Oh, shit. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Ja, Mann, die scheiß Ziege. Jetzt hast du ordentlich Kleingeld, dann kannst... Oh, shit. Nein, 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 ich hab's... Nein, nein, Oma, ich hab's kaputt gemacht. Das ist ein Bug, den muss man doch beheben. Machen wir die Fahrt nochmal. Eine Haltestelle auf deiner Strecke wird gewartet? Deine Strecke hat sich deswegen geändert. Wir haben das Licht nicht an. Doch! Guck mal, das wird angeleuchtet! Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Ja, und ich hasse es, wenn ich mit meinem Bus rumfahre und hier Leute einsteigen wollen. Die kommen immer genau dann, wenn ich da keinen Bock drauf habe. Ein Hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer. Lol. Das ist voll Hardstuck. So sieht das gar nicht aus in meinem Bus. Walla. Alter, was ist das denn hier für eine Party? So, mit dem Bus komme ich easy klar, ne? So, tschüss. Wiedersehen. Ja. So. Komm ran. So. Ihr zeigt mir jetzt alle nochmal eure Fahrkarte, sonst fährt das Gerät hier nicht weiter. Draußen pisst es wie aus Eimern, also könnt ihr eh nicht weg. Also zeigt mal her eure Lappen. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Hab ich Ihnen schon gezeigt. Sag mal, wie talkst du eigentlich mit mir? Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Gut, ich werde mich dazu nicht mehr äußern. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich habe ab 4 Uhr frei. Das klingt ziemlich gut, aber ich muss erst mal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Also ich weiß, dass Männer früher auch Badeanzüge getragen haben, aber heutzutage... Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Scheiße. Zwei Leute haben hier wieder nichts gemacht. Na klar. Na klar. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Junge, ganz ehrlich, da stehen zwei Leute vor dir, kaufen eine Karte. Du setzt dich frech, wie du bist, hin, hast dich nicht rasiert. Du musst unbedingt mal zum Friseur und siehst einfach nur aus, als würdest du gerade aus dem letzten Loch gekrabbelt sein. Und jetzt hast du 120 Flocken. Ja, das mit dem Friseur, das wird jetzt erstmal nichts, ne? Ruhig habe ich mich nicht. Wenn ich dich sehe, dann denke ich an ein Auto. Denn deine Hupen sind so wunderschön. Ich hoffe, du kommst bald zum Reparieren. Dann könnte ich die Hupen mal studieren. Schneller, schneller. Und links. Scheiße, Bruder. Alter, wir sneaken uns hier durch. Shit. So. Das ist rot. Junge, das ist nicht rot. Das ist hier falsch, Alter. Tell me why ain't nothing but a... Oh, yeah. Tell me why.
Mann, ich kann doch nicht Schlaglöchern ausweichen und nicht auf dieses, auf den Bordstein. Hier ist die Fahrkarte. Oh, und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Wie kann das sein, dass mir 15 bis ungefähr 50 Leute in den letzten Wochen hier alle ein Scheißbild von ihrer Katze gezeigt haben, die Mouncy heißt? Kannst du mir das verraten? Ich habe ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Scheinbar nicht. Oh nein, ich habe sie verloren. Junge, du hast sie in der Hand, du Opfer. Ey, ganz ehrlich, ihr seid alle, du und du, ihr seid alle im Kopf nicht normal. Ich bin scheinbar der Einzige, der hier irgendwie nicht ganz plemplem ist, verstehst du das? Endlich haben wir auch eine Busanbindung. Kaum zu glauben. Eine Fahrkarte, bitte. Könnt ihr mal aufhören, alle gleichzeitig zu reden? Ich hab's hier oben irgendwie. Ja. So. Ja, aber es gibt keine Geldstrafe per se, ne? Also eigentlich können wir da... Ja, ist in Ordnung, so nach dem Motto. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Ich fahre an Autos vorbei, fahre in ein Schlagloch und der Typ sagt, ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht so Spaß. Alter, wallah, wie ich hier die Kurven fahre. Ehre in den Ass. Ich meine, Ehre ins Gesäß. Baby, das fühlt sich ziemlich nice an. Ehre in den Ass. Oh, shit. Singen und Autofahren gleichzeitig, das ist nicht so meins, ne? Beeilung, wir sind spät dran. Ja, I know. So, letzte Kontrolle. Habt ihr alle eine Unterhose an? Oh, nein, ich hab sie vergessen. Da ist sie weg, die Rente, ne? Hier ist die Fahrkarte. Oh, und hier ist ein Foto meiner Katze. Nein, nein, sie heißt Mouncy. Es vergeht auch kein Tag, ohne ich irgendjemand mir sein Fake-Knoll zeigen will, das Mouncy heißt, ne? So, Ende. Wow, congratulations. Ah, du hast neue Gegenstände freigeschaltet. Neuer Bus. Manline City A137. Nee, A37. Ich habe nur 2 Sterne bekommen. Ich möchte mal jetzt hier gucken, was hier schiefgelaufen sind. 8 Kollisionen. 2-mal Fuhr mit verriegelten Türen. Ein Passagier zurückgelassen. Schlagloch zu schnell überfahren. 7-mal zu spät. Gute Quote. Bordstein erwischt. Bla, fuhr in die falsche Richtung. Eine rote Ampel. Das ist doch alles ganz normal. So, Einkommen. Schwarzfahrgebühr. So. Aber, meine Damen, wir sind jetzt hier ordentlich im Plus. Da würde ich sagen, wir haben die Finanzkrise mal wieder überstanden. Und beim nächsten Mal können wir noch mal gucken, ob wir den Rest hier auch noch fertig kriegen. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir noch weitermachen sollen. Ich meine, ihr seht ja, es ist ja immer irgendwie so ein bisschen das Gleiche, ne? Aber wir können natürlich hier noch ein, zwei Runden drehen, wenn ihr wollt. Ich brauche nur mal ein bisschen Feedback. Die Klicks sind ja überragend, sage ich jetzt mal. Wenn ihr Bock habt und es noch nicht gemacht habt, dann abonniert den Kanal auch mal gerne. Das müsst ihr auch mal dann nachholen dann irgendwann. Ansonsten, ja, sage ich Tschüssikowski und bis bald, ne? Mehr gibt's auch nicht mehr zu sagen, ne? Tschüss.